Oh, sogar die eigenen Experten wenden sich langsam von Olaf Scholz ab. Die Wirtschaftsweisen, unter anderem natürlich Frau Grimm, sind nicht mehr ganz so gut gelaunt, sondern etwas grimmig, könnte man sagen. Denn plötzlich gibt es Kritik an Olaf Scholz und es wird sich hinter Christian Lindner gestellt. Denn Olaf Scholz hat sich jetzt aus seinem Urlaub gemeldet und zum Haushalt 2025 nur ein Statement losgelassen. Das geht, meine Genossen. Hört auf mich, ich weiß alles besser. Denn wir wissen ja, der Staat macht keine Fehler, vom großen, im Grunde Philosophen Robert Habeck. Doch die Wirtschaft, Politik als auch die Realität sieht oftmals ein wenig anders aus. Frau Grimm wendet sich jetzt gegen Olaf Scholz und sagt ganz klar, das geht nicht. Und vor allem auch andere Experten sagen mittlerweile, könnte gehen, aber ihr habt keine Zeit und kein Geld. Zudem auch die eigenen Landesverbände machen gerade Olaf Scholz richtig, richtig Dampf mit Blick auf die Landtagswahlen im September, denn die stehen ja auch noch an und dort kämpft ja die SPD teilweise mit der 5%-Hürde. Und dann herzlich willkommen zu einem neuen Video hier von Steuern mit Kopf auf YouTube. Mein Name ist Roland Elias, ich bin Online-Steuerberater und ja, der Haushaltsstreit 2025 geht in die nächste Runde, denn Olaf Scholz hat sich jetzt aus seinem Urlaub gemeldet. Ganz klar mit der Ansage, meine Genossen, das geht so weiter. Und zwar sagt er ganz klar, das geht und es sei ein Mysterium, wie man das nur so grundfalsch aufgefasst werden konnte. Das Gutachten des natürlich Experten als auch in dem Zusammenhang das Gutachten des wirtschaftlichen Beirats. Die Bild titelte hierzu, Scholz pestet gegen Lindner. Und ganz klar ist aber, wenn hier Scholz sagt, dass es im Grunde grundfalsch sei, wie man das aufgefasst hier werden kann hier, da sagt sogar die Zeiten, ja so ganz falsch ist das nämlich nicht. Denn auch Frau Grimm hat natürlich hier schon ein bisschen recht. Und zwar vor allem das Problem ist, klar, zwei der Maßnahmen könnten in gewisser Weise umgesetzt werden. Und zwar zum einen die Kapitalerhöhung bei der Deutschen Bahn. Wäre kein Problem, müsste eben nur aus dem aktiven Haushalt rausgenommen. Hier geht es ja um 3,4 oder 3,7 Milliarden. Das zweite Thema der Autobahn wäre grundsätzlich auch kein Problem. Doch hier scheint es am dritten Thema der Geschwindigkeit. Und zwar müssten hierfür natürlich Gesetze geschaffen werden, welche es zum Beispiel erlauben, dass die Deutsche Autobahn GmbH ganz einfach Autoeinnahmen hat. Das hat sie aktuell nicht. Die GmbH ist aktuell rein davon abhängig im Grunde von den Zuschüssen der Bundesregierung. Und damit hier auch der Plan aufgehen könnte, müsste man Gesetze ändern und wir haben ja bloß noch 4 Monate bis zum Jahresende. Das wäre frühestens bis zu im Grunde Bundestagswahl nächsten Jahr möglich, nicht früher. Und das sagt auch Frau Grimm hier im NTV-Interview. Und da ist es auch so, dass sie ganz klar sagt, naja, es wäre natürlich schön, wenn man es zumindest schaffen würde, jetzt endlich einen verfassungskonformen Haushalt aufzunehmen. Und das heißt, das belegen zwei Gutachten, die einerseits aus wirtschaftspolitischer Perspektive und andererseits aus juristischer Perspektive drauf geschaut haben und schon sehr klare Evidenzen dafür gefunden haben, dass man da eben nachsteuern muss. Wie gesagt, nachsteuern vorerst, nicht verfassungswidrig, denn der Haushalt wäre erst verfassungswidrig, wenn er beschlossen werden würde. Und dann das Verfassungsgericht sagt, nö. Die Haltung von Scholz im Blick auf ein Mysterium und die sei natürlich auch hier eine gewisse Kritik an der gesamten Bundesregierung. Hier heißt es nämlich, und ihre Hoffnung wäre auch, dass die Regierung sich dazu durchringt, einen Haushalt zu verabschieden, der tatsächlich verfassungskonform ist, konform ist und nicht wieder vom Bundesverfassungsgericht angefochten wird. Ja. Und das ist im Grunde auch die Hoffnung natürlich vieler Steuerzahler zum einen, dass dieses unsägliche Gestreite endlich zu Ende geht. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, liefert es natürlich, sage ich mal, sehr, sehr viel Material für Videos und natürlich auch für Unterhaltung, wie man manchmal so falsch liegen kann. Ganz klar, wie gesagt, in der Presse und in vielen anderen Experten sind durchaus schon hier nicht mehr so zurückhaltend und auch, wie gesagt, die aktuellen Wirtschaftsdaten geben dem Ganzen Auftrieb, weil man im Grunde versucht hat, hier entsprechend natürlich der Ampel Regierung federführend natürlich Olaf Scholz und natürlich auch den Grünen hier durchaus, sag ich mal, vom Mund weg zu schreiben, wo jetzt heute auch der neue Erlass kommen sollte, was heute veröffentlicht worden ist, für im Grunde neuen gemeinnützigen oder ich sag's mal parteinahen, könnte man sagen, Journalismus, der dann gefördert wird, wo auch sehr fragwürdig ist, ob hier, wie gesagt, das in Zukunft so weitergehen kann. Denn dafür ist ja plötzlich Geld da, dass man hier im Grunde Vereine, die im Grunde sehr linksorientiert sind, plötzlich gefördert
werden. Sie sagt aber auch ganz klar, das Problem ist viel größerer Natur. Denn, wie gesagt, wesentliche Zukunftsaufgaben, heißt es wörtlich hier, würden nicht thematisiert. Der deutsche Staat habe natürlich steigende Ausgaben für Rente, Sozialversicherung und da muss neu justiert werden. Es geht da um größere Verschiebungen, die man der Bevölkerung auch klar kommunizieren muss. Und das ist im Grunde das, was ich euch auch immer wieder sage. Ich habe heute wieder Aktien nachgekauft und kann nur ganz klar sagen, wer sich im Grunde hier auf die deutsche Rentenversicherung auch verlässt, der ist verlassen. Das schreibt, und das ist natürlich auch das Thema, wenn man sagt, okay, hier wird nachgesteuert, bedeutet, hier muss gekürzt werden. Und das bedeutet, eine Abhängigkeit vom Staat, egal in welcher Position, ist immer eine schlechte Situation. Und ganz klar ist auch vor allem, dass der Haushalt 2025, hier wie gesagt, auch mittlerweile unter Lindners Leuten, also im Bundesministerium Finanzen, heißt es hier, seine Leute glauben nicht, dass sich die nötigen Ausgaben für eine rechtlich saubere Lösung so schnell schaffen lassen, wie es der Zeitplan dem Haushalt erfordert. Und das darf man an der Stelle eben nicht vergessen, dass wir es eben hier mit Beamten zu tun haben, die durchaus hier an der Stelle, sage ich mal, sehr, sehr langsam arbeiten. Und man hier ganz klar sagen kann, es wird hier nochmal richtig, richtig spannend bis zum Schluss. Was man aber auch nicht vergessen darf, ist, wie gesagt, an der Stelle, dass man hier die Wahlen dieses Jahr natürlich nicht aus dem Blick lassen darf. Aktuell 1. September Sachsen und Thüringen, als auch natürlich hier die Brandenburger Wahl. Und hier kommen zum Beispiel jetzt hier auch die entsprechenden SPD-Spitzenkandidaten im Osten, sind unzufrieden über Ampelstreit, heißt es hier. Und zwar sowohl in Sachsen, Thüringen als auch Brandenburg. Hier heißt es im Großen und Ganzen, im Grunde von Thüringens Innenminister, SPD-Spitzenkandidat Georg Mayer im Tagesspiegel, hat Herr Lindner die Handynummer vom Kanzler verlegt, warum spricht man solche Dinge nicht intern ab? Auch Sachsens Sozialministerin, SPD-Spitzenkandidatin Petra Köpping, hier ehrlich gesagt nervt mich das ständige Hin und Her von Christian Lindner kolossal, sagt Köpping, gut, dass Scholz da jetzt mal ein Machtwort gesprochen hat. Ein Machtwort ist durchaus fragwürdig, weil es sich eben gegen die, sag ich mal, ja, Expertenmeinung richtet, zumindest die, die nicht in Anführungszeichen gesetzt werden. Ganz klar ist auch die Landtagswahlen durchaus hier ein spannendes Thema. Aber ganz klar sagen kann, SPD zum Beispiel in Thüringen hier mit 7% mit dabei, FDP mit 2%, SPD zum Beispiel hier in Sachsen 7%, FDP raus und zum Beispiel auch hier SPD in Brandenburg 20%, FDP 2%. Also man sieht schon, vor allem auch mittlerweile hinterlässt das auch Spuren im Großen und Ganzen bei allen Parteien hier, die im Grunde in der Ampelregierung dabei sind, hier auch in den Wahlergebnissen. Man darf sich durchaus natürlich hier die Frage stellen, wie lange das noch so weitergehen kann. Und hier sagt natürlich auch durchaus Frau Grimm, die Wirtschaftsweise, ganz klar, sollte der Haushalt als nicht verfassungskonform eingestuft werden, wäre das auch mit Blick auf das Vertrauen in die Politik eigentlich eine Katastrophe. Ganz klar ist, diese Katastrophe haben wir da, vor allem weil jetzt natürlich auch durch die sozialpolitischen Wünsche auch der entsprechenden Ampelregierung hier sehr, sehr viel notwendiges und sehr nutzbares und ja, wirklich wichtiges Kapital verballert worden ist. Und ich kann es euch hier nochmal zeigen, wie gesagt, nur mal so, weil auch immer wieder gerne erwähnt wird, ja, wir investieren so viel wie nie. Das ist hier die Aufstellung, Höhe der konsumtiven und investiven Ausgaben des Bundeshauses im Haushalt 2023 vom BMF selbst veröffentlicht im Januar 2024. Konsumtive Ausgaben sind alles, was im Grunde hier Umverteilungen sind, könnte man so sagen, auch Personalaufwand und. Und das sind die investiven Ausgaben, wobei sich diese investiven Ausgaben auch nochmal natürlich in diverse Personalausgaben und Ähnliches unterscheiden. Und da kann man ganz klar sagen, das wird noch einmal durchaus spannend. Ja, durchaus die Frage, wird es die Ampel dann dementsprechend auch bis zum Jahresende natürlich überleben? Denn auch hier titelt natürlich die SZ, zerbricht die Ampel am Etatstreit. Denn wie gesagt, anscheinend sind hier so viele Beteiligte schuld. Und ganz klar sagt hier Christian Lindner, naja, diese zwei oder drei Haushaltstricks, je nachdem wie man es zusammenfasst mit der Gaspreisbremse und sonstiges, die ja sowieso vom Tisch wäre, muss es ganz klar sagen, weil da ist auch der Wirtschaftsbeirat als auch der Experte hier mit Blick auf die Verfassungskonformität durchaus sind sie im Grunde d'accord, wo man einfach sagen kann, es wird richtig, richtig spannend. Und ich bin gespannt, was ich euch morgen berichten kann zum Haushalt 2025 und da natürlich auch das spannende Thema. Wenn euch das interessiert, lasst ein Abo da, liked das Video, teilt es in allen Social Media Kanälen, denn ganz klar ist, mittlerweile kehren immer mehr von der Ampel ab. Wir haben es jetzt erlebt. Gewerkschaften.
plötzlich im Panikmodus, weil durch immer mehr Arbeitslose fehlen ihnen die Einnahmen. Das ist eine Einmaleinsrechnung bzw. eine Milchmädchenrechnung dann, wenn man die Hoffnung hätte, hier durch die Politik finanziert zu werden. Punkt Nummer 2, alle im Grunde Wirtschaftsinstitute im Grunde nicht mehr so positiv. Punkt Nummer 3, Auslandsinvestitionen auf dem niedrigsten Wert überhaupt. Plus Nummer 4, habe ich euch heute vorgestellt, Exporte auch im Grunde katastrophal. Und man kann ganz klar sagen, wenn das so weitergeht, dann im Grunde sollte man sich überlegen, ob nicht die Bundesrepublik Deutschland auch am Ende Insolvenz anmelden muss. Dann aber bitte nicht in Eigenverwaltung, sondern wirklich mal Experten ranlassen.